So, let's multiplay. Zurück im düsteren Wald. Wo ist denn der Frevel? 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 Hinter dir. Frevel? Ah, da bist du. Ja, wir haben tagsüber schon in unserem anderen Wald weitergearbeitet und mussten jetzt eine Nachtschicht wieder einlegen hier im düsteren, finsteren Wald. Und wir hoffen, dass uns jetzt keiner hier auf die Schliche kommt. Dass hier keine bösen Geister... Ja, das werde ich diesmal auch hoffen. Ja, gucken wir mal. Also wir ackern jetzt hier weiter fleißig. Ich schlag vor, ich gehe wieder in den Scorpion King rein. Okay. Na, dann mach das mit dem Buffalo. Ja. Oder willst du mit dem Scorpion King? Kannst auch mit dem Scorpion King. Ja, passt so schon. Gut. Kann ja dann auch erst das mal wechseln. So. Dann machen wir wieder ordentlich Lärm hier. Wir haben auch schon wieder 23:30. Wir haben schon den ganzen Tag wieder durchgearbeitet hier. Ja, dafür gibt's halt irgendwann mal Ferien. Überstunden abbauen. Ja. Mal gucken, wann wir die Überstunden mal abbauen können. So. Gucken wir mal. Jo, Baumstamm. So. Jo, Baum fällt. So. Dann ziehen wir den wieder aus dem Wald raus hier. So, ich lege ihn einfach hier vorne ab, ne? Ja. So. Ja, mal gucken, es ist schon... Ich habe auch ein bisschen... Ich fühle mich ein bisschen wohler und sicherer im Scorpion. Muss ich dazu sagen. Ja, du musst halt nachher immer wie tiefer in den Wald. Ja, das stimmt. Die Steigungen werden immer extremer. Das wird halt extra gezahlt. Ja, das ist auch ganz gut. Mehr Aufwand. Oh, der Baum hängt. Ich kriege ihn nicht abgezogen hier. Mist. Ach so, einfach B drücken. Wieder schließen und nochmal anhängen. Ja, das ist, vielleicht ist es noch ein Geisterbaum, vielleicht will er nicht gefällt werden. Ja, nichts Neues hier in dem Wald. Nee, stimmt, in dem Wald. Wenn man die ganze Zeit Kettensägen hört. So. Kriege ich ihn auch nicht. Okay. Jetzt ist er gefallen. Oh, das ist jetzt nicht passiert. Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwas stimmt jetzt wieder nicht hier im Wald. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Was ist jetzt? Der eine Baum hat sich von Geisterhand selbst umgelegt. Ich nehme jetzt den nächsten. Ich habe das Gefühl, wir sind hier nicht wirklich willkommen in dem Wald. Nee, das Gefühl habe ich auch. Irgendwer will uns hier raus haben aus dem Wald. Und das ziemlich schnell. Ja. Ist ja auch gleich Geisterstunde hier. So, der Baum fiel jetzt wieder ganz normal. Vielleicht war es auch eben gerade nur eine Warnung an uns. Dass wir aus dem Wald verschwinden. Aber was wollen wir machen, wenn wir das jemandem erzählen? Der hält uns für durchgedreht. Ja, ja. Durchgedreht sind wir auch ein bisschen, aber... So, das kann ja auch vielleicht an der Hitze liegen. Aber die tagsüber hier herrscht. Ja. Das stimmt. Hochsommer in Björnholm. Oh. Ja, ich will gerade einen Baum auf meinen legen. Ja. So. Dann ziehen wir ihn nochmal hier hin. So. Jetzt sieht er wieder normal. Naja, halbwegs. Mal gucken, wo ich jetzt hinfahre wieder hier. Ist das Licht ausgemacht? Wieso geht das Licht nicht mehr an? Ich habe kein Licht mehr. Jetzt weht auch plötzlich der Wind. Ja. Oh je. Also wir sollten uns hier echt beeilen. Ja. Und schnell wie möglich fertig werden. Ist auch ganz schön kalt hier. Ja. Wo wir eigentlich Plusgrade haben. Ja, die Sitzheizung funktioniert hier bei mir auch nicht. Nicht? Die ist schon zu alt. So, nächster Baum. Und die Bäume machen mal, was sie wollen. Meine ich das nur oder ist der Baumstamm hier so lang? Der ist lol. Guck den einen Baumstamm hier an. Warte, wie lang das der ist. Ich sehe den gerade nicht. Warte. Warte, jetzt sehe ich ihn, glaube ich, oder? Der ist ja echt der Überlänge.
Mann. Muss man kürzer machen. Ja. Hi, hallo? So, wieder hoch hier die Steigung. Sind schon zwei Bäume. Hä, der ist schon entastet? Was ist denn jetzt los? Der ist schon entastet? Der eine Baum bei mir ist schon entastet, ja. Okay. Komisch. Ich weiß nicht. Jetzt werden wir wieder positiv unterstützt. Ja. Komischerweise. So, ich traue mich auch gar nicht so viel zu sprechen hier. Das Große. Ich konzentriere mich lieber auf die Außenwelt hier. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich dann hinten wieder auf die andere Seite hochkomme. Ich habe den ersten vorderen Bereich hier habe ich schon abgeholzt, jetzt komplett. Der Trailer ist auch schon halb voll. Ich fahre jetzt noch tiefer in den Wald rein. Funkgerät funktioniert? Ja, funktioniert, ich höre dich gut. Stört's ein bisschen, dass ich hier immer aussteigen muss zum Entasten. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ne, deswegen sitze ich hier auch hier im Skorpion. Ich würde auch gerne mal tauschen hier. Ja, machen wir mal eben. Ich hole den einen Stamm nochmal ran hier und dann tauschen wir. So, also von mir aus können wir jetzt tauschen. Hält das nicht. Achso, ich muss den Stamm nochmal entasten. Und das ist ja schon noch extremes Gelände. Ja, das stimmt. Ist nicht ohne. Musst du aufpassen, dass du nicht fällst. Komm noch in der Nacht. Ja, das stimmt. Glück ist heutzutage die Arbeitsbeleuchtung extrem gut. Das stimmt, aber nach hinten funktioniert unsere nicht beim Scorpion King. Ja. Da ist Licht kaputt. Obwohl es heute Nachmittag noch funktionierte. Und auf dem Weg hierher funktioniert es auch noch. Nur hier im Wald funktioniert sie nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe gerade schon mal geschaut, aber. Sicherung. Ja, alles okay. Die Sicherung ist alles okay, ja. Habe ich alles geprüft, auch die Verkabelung und so. Aber sie will einfach nicht. Sie will einfach nicht angehen. Nach hinten rum. Die Innenraumbeleuchtung funktioniert auch nicht beim Buffalo. Im Scorpion auch nicht. Komisch. Die Technik versagt. Baumstümpfe müssen wir hier, glaube ich, nicht entfernen. Nee. Oder? Nein, die müssen wir nicht. Die können wir erstmal so lassen, hat er gesagt. Auch schon gleich Geisterstunde. Ach hey, ja super, ey. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ah ja, was ist denn jetzt mit meinem Scorpion los? Will er nicht aus, so aus dem Baum da. Will er nicht so wie du willst. Jetzt ist es schon soweit. Geisterstunde in die Björnholm. Oha. Nicht uns da wieder irgendwas Komisches passiert. So wie letztes Mal. Gestern war es ja glaube auch um 12.
Gestern in einer Nachtschicht. Ja, das war gestern ganz schön heftig. So. Der eine Baum zittert hier bei mir. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Hey, mein Licht ist aus. Dein Licht ist aus? Mein Licht geht nicht mehr an. Oh, bei mir auch nicht mehr. Bei mir ist auch meins auch gerade ausgegangen. Und ich krieg's auch nicht mehr an. Komm, komm mal zurück. Ja. Ich guck mal schnell bei mir im Sicherungskasten. Ja, versuch mal. Naja, geht auch gar nicht. Gucken wir hinten. Das glaube eine Sicherung rausgehauen. Okay. Naja, jetzt geht's wieder. Ja, war eine Sicherung. Bei mir auch mal gucken, jetzt eben hier. Nochmal. Nochmal meine schauen. Taschenlampe funktioniert noch. Ja, die funktioniert bei mir auch noch. Nochmal. Oh, jetzt geht's wieder, okay. Wie einer einen Lichtschalter umgelegt hat. Naja, naja, mysteriös. Das ich gehe wieder in den Wald. War ja wohl nichts. Nee, das legt sich bestimmt gleich wieder. Müssen wir unseren Auftrag hier fertig kriegen, sonst ja. Ich höre heute Nacht auch keine Kettensäge. Letzte Nacht habe ich ja die Kettensäge gehört. Ja. Die höre ich jetzt heute nicht mehr. Der Wind ist nur ganz schön heftig hier. Was war das? Frevel? Bitte melden. Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von uns? Was ist da los? Nein, lass mich, lass mich. Frevel? Was wollt ihr von uns? Wir tun euch doch gar nichts. Wer ist denn da, Frevel? Verschwindet aus unserem Wald. Frevel. Was wollt ihr von uns? Verschwindet aus unserem Wald. Frevel. Frevel. Wo ist Frevel? Frevel.